Vom 6. bis zum 15. April öffnete die älteste nordamerikanische Automesse, die New York International Auto Show, wieder mal ihre Tore. Unter allen anwesenden Herstellern wusste besonders Mercedes zu gefallen. Die Stuttgarter stellten gleich drei Weltneuheiten auf die Bühne. Neben SL65 AMG und der neuen Generation GLK präsentierte die Marke mit dem Stern besonders stolz den komplett neuen GL. Toyota aus Japan enthüllte endlich das gut geschützte Geheimnis, die neue Oberklasse-Limousine Avalon. In schickem futuristischem Design und mit hochwertigem Innenraum. Die Kollegen bei Lexus waren auch fleißig und stellten den ES300H Hybrid auf den Drehteller. Und zeigten außerdem den Lexus RXF Sport in Schneeweiß. Einen satten Hingucker gab es mit der SRT Viper zu bestaunen. Historie und Zukunft auf demselben Stand gab's bei Chevrolet. Der Klassiker Impala und der Neuling Impala. Zudem präsentierten die Amerikaner die neue Generation des Spark. Legacy und Outback stellten sich bei Subaru hinten an. Im Mittelpunkt stand hier der XV, der in den USA als XV Crosstrek auf den Markt geht. Bei Volkswagen teilten sich zwei Diesel die Bühne, der VW Beetle TDI und das VW Alltrack Konzept. Scion machte mit dem FRS auf sich aufmerksam. Ein heckangetriebener Sportwagen mit 2 Liter Vierzylinder entstanden aus einer Kooperation von Toyota und Subaru. Bei Ford drehte der neue Fusion seine Runden auf dem Tablett. Hier in der Titanium-Variante mit EcoBoost und Allradantrieb. Mazda stellte wie schon in Genf den Takeri aufs Podest. Im letzten Jahr noch mit großer Bühne und Gastauftritt von Rockgruppe Kiss stellte Mini in diesem Jahr den Mini Yachtsman auf den Stand. Wohl eher als Aprilscherz. Mit dem XC60 Plug-in-Hybrid-Konzept rückte Volvo ein sehr kraftvolles Fahrzeug ins Spotlight. Den Sprint von 0 auf 100 soll der Elektrohybrid in unter 6 Sekunden schaffen. BMW präsentierte den Amerikanern das 6er Grand Coupé und den X1, während direkt gegenüber Land Rover noch einmal das Defender 100 Konzept und den offenen Evoque zeigte. Nissan präsentierte hingegen etwas Neues. Die 5. Generation des in den USA sehr beliebten Modells Altima. Der Honda Crosstour ist seit 2009 auf dem Markt. Honda zeigte im Big Apple nun mit dem Concept eine faceliftete Version. Und direkt nebenan den Honda CR-V. Den direkten Konkurrenten gab's bei Hyundai mit dem neuen Santa Fe. Dodge aus der Chrysler Group enthüllte den komplett neuen Kompaktwagen Dart. Der Frühling brachte so einige Automobilneuheiten mit sich auf die New York Auto Show 2012.